Lieben, hier ist wieder eure Julia, eure Ex-Grundschullehrerin und heute mit der spannenden Frage, was, wenn es im Kindergarten, in der Kita nicht gut läuft? Ja, und ich möchte euch natürlich an der Stelle auch mal meine Kita-Frei-Playlist ans Herz legen, weil da geht es natürlich auch nicht nur um Kita-Frei, sondern auch um Kita, um Eingewöhnung, um Gaslighting bei der Eingewöhnung und um alle möglichen Dinge rund um Kindergarten, ja oder nein, und einfach Entscheidungshilfen mal von einer anderen Seite, weil wir wissen ja, der Kindergarten ist der heilige Gral sozusagen der frühkindlichen Betreuung und wir haben ganz viele Vorurteile, dass der Kindergarten gut ist, ja, das heißt, das ist ja auch schön, Vorurteile müssen ja nicht immer was Schlechtes sein, wenn ich vorher was urteile, vielleicht stimmt's nicht, aber in diesem Falle ist es natürlich sehr, sehr in diese eine Richtung gehend, gesamtgesellschaftlich. Und das heißt meistens, dass wenn Probleme auftreten in der Kita oder im Kindergarten, dann ergo muss es am Kind liegen, muss es an den Eltern liegen, weil die Kita selber ist ja wunderbar. Ja, das ist so ein schöner Ort, wo Kinder dies tun können, jenes tun können. Und das kann ja auch zum Teil stimmen. Aber es wird natürlich eben problematisch, wenn immer nur die Eltern Schuld haben und immer nur die Kinder dann die Bösen sind sozusagen und keiner mal bei sich reflektiert, okay, wie machen wir das mit den Kindern, wie ist unser Konzept, passt es für dieses Kind, woran könnte es liegen, ja? Wichtig an der Stelle, bleibt unbedingt bei euch selbst und beobachtet euer Kind gut. Ist die Veränderung zum Beispiel erst aufgetreten, seit das Kind in die Kita geht, dann kann es genauso gut natürlich am Kindergarten liegen. Es kann natürlich auch an dem Zusammenspiel liegen zwischen Kind und Kita, aber lasst euch nicht sofort erzählen, dass es jetzt an eurem Kind nur liegt oder an eurer Begleitung, an eurer Erziehung, an euren Methoden. Das ist nämlich natürlich immer die schnelle Variante, wie man auch dann dementsprechend auch gleich fertig ist und sich nicht zu viele Gedanken machen muss, ja, als, sage ich mal, Dienstleister in diesem Moment. Und wichtig ist, dass ihr euch eben nicht in diese Verteidigungsecke reinstellen lasst, sondern dass ihr wirklich sucht, was ist die Ursache hinter dem Verhalten meines Kindes. Denn Ärger in der Kita bedeutet ja meistens, dass das Kind sich in irgendeiner Weise nicht so verhält, wie gewollt ist, oder dass ihr selber ein Problem damit habt, wie die Kita mit euch umgeht und wie sich vielleicht das Kind in der Folge zu Hause verhält. Also es geht in irgendeiner Form immer um das Verhalten des Kindes. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr auf die Suche geht, Detektiv spielt und schaut, woran liegt das, dass sich das Verhalten jetzt verändert hat? Denn das Kind kommt hier nicht auf die Welt, um aggressiv zu sein. Das Kind kommt auch nicht auf die Welt, um zu spucken, zu beißen und zu kratzen und zu treten. Das Kind kommt auf die Welt eigentlich sehr kooperativ und sehr freundlich und ist meistens traumatisiert worden, wenn es Verhalten zeigt, über einen längeren Zeitraum oder ungewöhnlich stark, was von anderen Menschen natürlich dann eben auch bemerkt und angesprochen wird, ja. Aber das heißt nicht, dass das Kind von innen heraus irgendeinen Schaden hat oder irgendwie schlecht ist, sondern das heißt, dass das Kind meist auf eine nicht so gute Umgebung mit nicht so gutem Verhalten, ja, was ist gut, was ist nicht gut, reagiert. Wir haben ja generell in unserer westlichen Gesellschaft die Tendenz, die negativen Gefühle zu unterdrücken. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch mal da oben. Und das bringt natürlich schon alleine mit sich, dass sofort, ja, wenn das Kind auch nur irgendwie mal einen Finger hebt, dann ist es gleich super aggressiv und dann ärgert es gleich die anderen. Aber wir suchen selten nach den Ursachen, sondern die Ursache ist das Kind, ja. Aber so ist es ja nicht. Das ist die einfache Lösung und das ist halt die Lösung, mit der alle am schnellsten fertig sind, ja. Und so soll es natürlich nicht sein. Und da dürft ihr ganz genau hinschauen, wenn ihr Probleme habt mit, entschuldigt bitte, Probleme habt mit eurem Kind im Kindergarten. Und das würde ich dann auch ganz offen kommunizieren, wenn ihr gefunden habt,
woran es liegt bei eurem Kind. Kann ja sein, dass es euch das schon erzählen kann oder dass es euch das zeigt oder dass ihr merkt, in welchen Situationen das Kind auch zu Hause jetzt mittlerweile durch den Kita-Besuch aggressiver reagiert als normal. Und ihr könnt es in irgendeiner Form euch herleiten und wisst, was dem Abhilfe schaffen könnte, ja, was da helfen könnte. Dann würde ich es ganz offen kommunizieren. Und wenn die Leute dort eben nicht bereit sind, dann würde ich euch definitiv empfehlen, macht eine Pause. Macht eine Kita-Pause, wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, wenn ihr alle mit ins Boot holt, alle eure Ressourcen mal abcheckt und schaut, was kann ich hier bewegen, was kann ich hier tun. Macht eine Pause und beobachtet weiterhin, ob sich das Verhalten wieder verbessert oder nicht. Und wenn die Leute eben auch nicht bereit sind, generell was zu ändern, dann würde ich nach der Pause auch wechseln. Dann würde ich versuchen, eine andere Kita während der Pause aufzutun und zu schauen, ob sich vielleicht doch noch ein freier Platz findet oder ob man das irgendwie machen kann. Denn ihr müsst bedenken, das sind die prägendsten Jahre eines Menschen. Ja, weil da einfach bis zu 7 Jahren und gerade diese Kleinkinderjahre, die sind sehr massiv, weil eben vieles direkt ins Unterbewusstsein wandert. Vor allem eben auch, was unser Selbstbild, was unseren Selbstwert betrifft. Und da haben wir dann später auch nur bedingt Zugriff drauf, ja. Auch mit Therapie etc., ja. Wir kommen vielleicht, gerade wenn das Kind noch nonverbal war und es kann euch nicht erzählen, was passiert ist, und ihr könnt es nur erahnen, wisst es aber nicht genau, wir kommen dann später schwerer ran. Also deswegen lieber zu früh rausgeholt, anstatt zu lange gewartet. Ja, gerade wenn das Kind noch nicht sprechen kann und ihr merkt, hier ist irgendwas auf, irgendwas stimmt nicht, mein Kind klammert sich an mich, mein Kind weint, obwohl es vorher ganz normal war mit mir und zufrieden und dann lieber früher rausholen als zu spät. Weil es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, zum Beispiel, dein Kind reagiert aggressiv, nur mal als Beispiel. Es gibt nichts Schlimmeres, als in die Welt zu gehen und immer der Schlimme zu sein oder der Böse oder der Anstrengende, ja. Und das kriegen die Kinder natürlich mit. Ja, die kriegen mit, wenn sie immer der sind, der den Ärger kriegt. Oder wenn sie immer der sind, der böse von allen angeguckt wird. Nur weil sich euer Kind eben die, sag ich mal, jetzt die aggressive Reaktion ausgesucht hat, heißt es ja nicht, dass ein anderes Kind nicht genauso leidet, was sich vielleicht mehr in den Rückzug begibt. Aber mit dem Kind hat er natürlich niemand ein Problem. Es ist eigentlich sogar gut, wenn ein Kind mit Aggression reagiert auf ein nicht stimmiges Umfeld für ihn oder sie, weil dann könnt ihr was tun. Dann werdet ihr überhaupt drauf aufmerksam. Aber wenn man das dann so belässt und das Kind hat dann seine Rolle weg, seinen Stempel aufgedrückt bekommen, dann bleibt er manchmal fürs ganze Leben. Also ohne jetzt Panik verbreiten zu wollen. Wir haben natürlich alle unsere Stempel bekommen. Ja, wir haben alle unsere Einschätzungen bekommen von fremden Menschen, die wir zum Teil auch uns zu eigen gemacht haben und die wir uns auch sehr zu Herzen genommen haben. Aber gerade die, die immer die Bösen sind, die leiden besonders darunter, weil das schwer ist, das dann komplett wieder ablegen zu können. Und wenn ihr merkt, dass euer Kind pathologisiert wird, dass euer Kind in eine Ecke gestellt wird, wo ihr es nicht seht, ja, wo ihr euer Kind nicht seht, dann würde ich sofort die Location wechseln und versuchen, an anderer Stelle liebevolle, achtsame Begleiter zu finden, die meinem Kind eben auch zeigen, wie er strahlt, die auch ein Interesse daran haben, die Ursache zu finden, wenn es deinem Kind nicht gut geht und es das durch Verhalten anzeigt. Das ist meiner Meinung nach der einzig wirkliche Weg, wenn die Kita da sich auch querstellt und stur zeigt, ja. Und dann muss man natürlich auch, was ich eben schon angesprochen habe, achtsam sein, wenn euer Kind stiller wird, wenn euer Kind ängstlicher wird, wenn euer Kind zurückgezogener wird. Auch dann können traumatische Dinge, und da hatte ich neulich auch ein Video gemacht, wie sich Trauma zeigt bei Kindern, können traumatische Dinge passiert oder vorgefallen sein. Und auch dann ist es gut, Pause zu machen und einen Wechsel zu überdenken. Ja, einen Wechsel, der Einrichtung, beziehungsweise vielleicht auch zu einer Tagesmutter zu gehen oder vielleicht privat was zu organisieren. Also es ist wichtig, dass ihr immer mehrere Möglichkeiten nebeneinander habt, ein Mütterteam, ganz egal, es gibt heute viele Möglichkeiten. Und da eben diese Jahre so prägend sind, würde ich sogar in Erwägung ziehen, deswegen umzuziehen, wenn eben ihr in einer strukturschwachen Region wohnt
Und ihr habt die Möglichkeit, umzuziehen, wo ihr mehr Auswahl habt, wenn ihr angewiesen seid auf Kita, wo ihr mehr Auswahl habt, dann würde ich sie in Erwägung ziehen, weil es ist wirklich eine prägende Zeit. Und für manche Kinder ist das toll im Kindergarten, keine Frage. Aber eben nicht für alle. Und ihr schaut euch ja das Video an, weil ihr vielleicht Ärger habt mit dem Kindergarten und weil es eben nicht so gut läuft, weil es nicht so gut klappt, weil euer Kind eben traurig ist und weil euer Kind sein Verhalten durch die Kita geändert hat, ja. Und ja, wenn es ganz ehrlich bei allem Hin und Her überlegen nichts ist für dein Kind, dann überlegt wirklich komplett, diese Kita-Idee sein zu lassen, wenn es in irgendeiner Form möglich ist und machbar ist. Und ansonsten könnt ihr, also wenn ihr gar keine Wahl habt und ihr müsst in der Kita bleiben, dann immer wieder freundlich auf die Leute zugehen, immer wieder eure Ideen teilen, vielleicht auch anbieten, mal mit in die Kita reinzugehen und mal mit anzuschauen, wie das alles so läuft und vielleicht um was rauszufinden, ja. Also dann ist es auf jeden Fall wichtig, immer in der Kommunikation zu bleiben und immer am Ball zu bleiben und den Leuten auch auf die Nerven zu gehen, weil so blöd man sich fühlt, wenn man das tut, aber am Ende bewirkt es auf jeden Fall was. Es bewirkt immer was, wenn die Leute wissen, da schaut einer genau hin. Und wenn ihr halt sagt, oh, mein Sohn hat jetzt seine Brotbüchse vergessen oder er hat dies vergessen und das muss ich noch vorbeibringen. Und dann könnt ihr mal einen Blick auf euer Kind werfen und einfach am Ball bleiben und euer Kind natürlich von zu Hause aus mit den verschiedensten Mitteln stärken, ja. Und ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video einfach nochmal ein paar Tipps geben, die Perspektive mal wieder ein bisschen verändern, aus diesem Rechtfertigungszwang hinein in dieses Ursachensuchen gehen. Also nicht so, oh ja, mein Kind ist ein ganz schlimmer und jetzt kriege ich wieder Ärger. Ja, das ist dann meist euer inneres Schulkind, euer inneres Kindergartenkind, was sich dann meldet und keinen Ärger möchte. Aber ihr seid die Anwälte eurer Kinder und ihr seid dafür verantwortlich, dass es euren Kindern gut geht. Und deswegen dürft ihr auch ganz klar in eurer Kraft stehen und dürft auch wirklich sagen, ja, okay, mag so sein, ist auch nicht schön, ja, wenn er jetzt tritt oder beißt oder sie, aber das kenne ich nicht von ihm oder ihr und deswegen möchte ich da mal der Sache mehr auf den Grund gehen, ja, und wenn das euch verweigert wird, ist es auf jeden Fall eine Red Flag und dann würde ich auf jeden Fall, ja, wenn es irgendwie möglich ist, versuchen, einen Wechsel anzustreben. Und ansonsten immer positiv rangehen und hoffen, dass eben sich auch in dieser Kita, in diesem Kindergarten jemand findet, der sich vielleicht ein bisschen eures Kindes annehmen kann und der ein bisschen euch mit unterstützt, eben die Ursache zu finden. Denn wie gesagt, ohne Grund sind Kinder nie böse. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch ein bisschen geholfen. Schaut doch gerne auch mal bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt es immer mehr Reisecontent bald wieder und auch ja immer mal auch vielleicht aktuelle Angebote oder auch andere Gedankengänge, die ich in kleinen Beiträgen verfasse, die ich jetzt hier vielleicht nicht so teile. Und ich freue mich, wenn ihr da eben auch vorbeischaut. Und ansonsten gerne liken, teilen und abonnieren. Und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Ciao.